Ja, Blick zurück heißt, die Jahre Anfang der 80er Jahre zu betrachten. Der Wandel der Industriegesellschaft hätte Deutschland insgesamt erfasst, Baden-Württemberg noch viel weniger, weil ganz einfach die technologische Leistungskraft und die Innovation im deutschen Südwesten größer war wie im Rest von Deutschland. Und nun ging in Ulm die Krise um. Videocolor war so ein Stichwort damals, was 1700 Arbeitsplätze bedeutet hat. Die Schließung, die war unvermeidbar. Magirus war in der Krise im Lastwagensektor. Und so reihte sich eines an das andere. Und man musste irgendeine grundsätzliche Entscheidung treffen, was hier zu geschehen habe. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, mit öffentlicher Unterstützung die Dinge länger rauszuschieben, zu halten. Aber gleichzeitig war klar, hier ist Ulm, wenn Sie so wollen, der Vorbote einer Entwicklung, die auch den deutschen Südwesten umfasst. Und das war eben der Wandel der Produkte, der Wandel von der Produktion zur Dienstleistung. Und eines war klar, wir werden in der Zukunft ein stärkeres Wachstum von Dienstleistungen haben. Die wuchsen etwa doppelt so schnell wie die Produktion. Und die Rationalisierung führte dazu, dass wir mit immer weniger Menschen immer mehr produzieren konnten. Und ganz hinten wurde sichtbar, dass eigentlich die Frage ist, wie viel wissensorientierte Produkte und Dienstleistungen werden wir haben. Wissensorientiert heißt, es müssen neue Dinge sein, sie müssen hochkomplex sein. Und da waren wir bei der Wissenschaft. Und deshalb war eigentlich die Frage, ob wir das Geld geben, um zu überbrücken, also mehr für den sozialen Überbrückungsteil, oder ob wir das Geld investieren in Innovation, das heißt in Wissensentwicklung. Und das war eigentlich die Entscheidung, die zur Wissenschaftsstadt Ulm geführt hat, nämlich wir machen aus der Klinikseite, die der Anfang der Universität war, eine viel stärkere Ingenieurseite, bauen das ein, was an modernen Dingen hochkommt, zum Beispiel die ganze elektronische Technologie, und sorgen vor allem dafür, dass etwa aus Medizin auch frei wird der Weg zur Pharma, zur Medizintechnik, zu Instituten. Und das war im Grunde der Gedanke, der jetzt verwirklicht ist. Und die Entwicklung hat uns, glaube ich, recht gegeben. Und sie war natürlich nur möglich, weil die Stadt und das Land und die Wissenschaft selber mitgezogen hat. Das war ja für alle gewissermaßen ein Sprung ins kalte Wasser. Niemand wusste genau, wie das ausgeht. Die Industrie war bereit mitzuziehen, die großen Forschungsinstitute am Anfang aufzubauen, Daimler beispielsweise und andere mit. Aber niemand wusste so genau, wie das Experiment ausgeht. Wenn wir jetzt versuchen, einfach eine Zwischenbilanz zu ziehen, wir sind ja auf einem langen Streckenweg und wissen noch nicht, wann der endet. Aber was wir heute schon sehen können, ist, dass die Idee, die Universität auszubauen als Kern, die Fachhochschule mit auszubauen, die Umgebung, zum Beispiel die Fachhochschule oder die Hochschule Biberach mit einzubeziehen, wegen der besonderen Industriestruktur, die da ist, das hat eigentlich alles geklappt. Und auch der Aufbau von Science Parks, das heißt von jungen Unternehmen, die Möglichkeit haben, direkt an der Universität zu forschen, weil es sind ja die jungen Leute, die aus der Universität kommen, auch die Infrastrukturuniversität noch nutzen können, etwa die Computer und die technischen Einrichtungen, die Experimentiermöglichkeiten, den Rat der Professoren, und dass da eine Unternehmerschaft entsteht, sich alte und neue ansiedeln. Ich glaube, jetzt sind wir etwa bei 8.500 zusätzliche Arbeitsplätze. Das zeigt, dass wir in einem anderen Bereich, nämlich im zukunftsorientierten Bereich, gewachsen sind und deshalb Ulm es verkraften konnte, die alten Industrien abgebaut zu sehen. Und wenn wir typische Industrien nehmen mit hohem Wissenspotenzial, dann haben die entweder etwas zu tun mit Medizin und Medizintechnik. Da ist übrigens Baden-Württemberg Weltspitze inzwischen, wenn Sie etwa an das, was in Tuttlingen da auch ist, aber was in Biberach entstanden ist und in Ulm, nehmen Sie die Pharmafirmen, nehmen Sie die Biotechnologie. Ulm ist einfach auch eine Biotechnologie-Region geworden. Das alles zusammen schafft Arbeitsplätze in einer scharf wissenschaftsorientierten Struktur. Das heißt, wir brauchen eine Vielzahl von Akademikern, die an der Universität ausgebildet werden, die von den Hochschulen in Biberach und Ulm kommen. Und wir können deshalb auch eine hohe Wertschöpfung pro Arbeitsplatz machen. In diesen Industrien ist ein hoher Exportanteil.
Es ist ja ganz wichtig, dass wir trotz unserer hohen Kosten und Löhne exportieren können. Heißt wiederum, wir haben qualifizierte Arbeitsplätze. Wir diskutieren ja heute immer die Neuverteilung von Arbeitsplätzen, Billiglöhne und solche Dinge. Viel entscheidender ist, dass wir im internationalen Wettbewerb mit unseren hohen Kosten die richtigen Ideen und Produkte haben. Und da ist Ulm ein Modell, an dem man auch weiterbauen kann. Deshalb in den letzten 10 Jahren ist in Baden-Württemberg insgesamt der Anteil der Produktionsarbeitsplätze praktisch um 10% heruntergegangen, der der Dienstleistungsarbeitsplätze um 15% hoch. In Ulm ist das alles viel schneller passiert und Sie können beobachten, dass etwa die Dynamik von Ulm doppelt so hoch war wie etwa im Schnitt von Deutschland. Und das hat Ulm jetzt auch bei allen Bilanzen, die man macht über die Struktur und die Zukunftsorientierung von Regionen in Deutschland, ist Ulm an der Spitze. In der reinen Wachstumsdynamik sogar überhaupt an der Spitze. In Europa steht es auf Platz 17 von 439 Plätzen. Das heißt, auch in der europäischen Dimension ist Ulm auf dem richtigen Weg. Und das ist eigentlich der wichtigste Erfolg, den wir feiern können. Allerdings, wir können ihn nur kurz feiern, weil diese Dynamik noch lange nicht aufgehört hat abzuflachen, sondern uns auch die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Jetzt muss es natürlich weitergehen. Viele erwarten jetzt, nur weil Jubiläum ist, muss ein ganz neuer Schlag stattfinden, also eine völlig neue Idee und Umkrempelung brauchen wir eigentlich nicht, sondern es wird immer deutlicher, dass eine Entwicklung die Zukunft bestimmt, nämlich wie viel Wirtschaft und Staat von ihren eingenommenen Geldern aus Verkauf bei der Wirtschaft und aus Steuereinnahmen beim Staat in Zukunftsinvestitionen gegeben wird. Deshalb halte ich es zum Beispiel für das Wichtigste, für die wichtigste Forderung, jetzt das Klinikum zu Ende zu bauen. Die Chirurgie muss dazu, denn erst wenn Sie ein komplettes Klinikum haben, dann können Sie beispielsweise auch all denen, die medizinische Medikamente testen müssen, die Verfahren testen müssen oder, wenn Sie jetzt in den technischen Bereich gehen, neue Geräte, aber noch wichtiger, das gesamte Kommunikationssystem der Medizin wird revolutioniert werden, das können Sie beobachten. Und diese Revolution wird zum Beispiel dazu führen, dass in der Kommunikationstechnik vom Krankenplatz, von der Ordnung des Ablaufs von Patientenbehandlungen, von der Abrechnung unter Schutz der Daten, der Aufbau der Gesundheitskarte, das werden alles Dinge sein, die eine Kerninvestition brauchen, um die herum man dann schnell solche Neuerungen entwickeln kann. Und dann müssen wir um die Universität rum, das wird die weitere Entwicklung von Science Park sein, eben auch Platz schaffen. Wir müssen jungen Leuten das Risikokapital beschaffen, dass sie da einsteigen können. Und da müssen wir da alle zusammenwirken. Das Land wird noch mal ein großes Opfer bringen müssen bei der Finanzierung des Klinikums. Aber auch die Hochschulen und fachlichen Hochschulen sollten wir nicht vernachlässigen. Denn wir werden jetzt noch mal einen großen Studentenboom bekommen. Da brauchen wir hochqualifizierte Leute, weil anschließend werden die kleinen Jahrgänge kommen und dann müssen diejenigen, die in der Arbeit stehen und in der Produktion, in der Entwicklung, im Design, die müssen im Grunde die große Wertschöpfung bringen, von der wir alle, wir als Rentner dann, leben wollen. Insoweit muss der Prozess einfach zügig fortgesetzt werden und ich kann mir vorstellen, dass Ulm ein Zentrum bleibt, in dem nicht nur geforscht wird, sondern vor allem auch die Innovation vorankommt. Innovation ist ja beides, ist die Entwicklung von neuen Ideen, neuen Produkten und die Vermarktung. Und deshalb ist auch ganz wichtig, dass Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft ihre Rolle übernehmen, weil man braucht eine Menge freier Berufe um solche Dinge herum. Da braucht man Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Designberater, auch das Künstlerische, das in Ulm so mit entstanden ist, wenn ich an den Kunstpfad und so denke. Das alles sollte man mit drin lassen, weil auch was mal in Ulm etwa mit der Hochschule für Gestaltung da war, das ist ja auch kreatives Konzept für die Zukunft. Und wir werden weniger mit den Asiaten, den Amerikanern Chancen haben, im Wettbewerb um Masse zu gewinnen, sondern wir werden unseren europäischen Kulturgeist bemühen müssen, von dem ja historisch auch in Ulm sehr viel da ist, um nicht das Alte nur zu bewahren, sondern darauf aufbauend internationale Wettbewerbsfähigkeit zu halten. Ich bin optimistisch für Ulm und für Deutschland.
Und die Stadt wird immer der Motor bleiben müssen, übrigens mit der Bürgerschaft. Deshalb halte ich es für so wichtig, dass die Ulmer Bürger auch all diese Dinge immer wieder diskutieren und mittragen, weil wenn das vorbeigeht an der Willensbildung und an der Zukunftsplanung einer Bürgerschaft, dann ist das hochgefährdet. Und das andere, Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten immer enger zusammen, weil das Tempo der Innovation neuer Produkte und neuer Verfahren im Grunde erzwingt, dass sie immer schneller und immer enger zusammenarbeiten. Diese Netzwerke werden eigentlich die Zukunft entscheiden. Und Sie können im Grunde sagen, Wirtschaftspolitik staatlicher Art im Sinne von geschlossenen Märkten, die man steuert im internationalen Bereich gegen andere, das können Sie vergessen. Heute ist Wirtschaftspolitik nichts anderes wie Standortpolitik. Und Standortpolitik ist das Ziel, möglichst qualifizierte Arbeitsplätze für die Menschen zu schaffen, ihnen damit die Chance zu geben, nicht nur ein schönes Leben zu haben, sondern auch einen gesteigerten Wohlstand zu haben. Und inzwischen haben alle erkannt, dass ohne Wachstum nichts mehr geht. Also brauchen wir Wachstum, also brauchen wir Anstrengungen. Und wir brauchen ein modernes Netzwerk, wo Manager der Verwaltung mit Managern der Wirtschaft zusammenarbeiten, mit Managern der Wissenschaft. Die Wissenschaft muss aus ihrem Turm, da ist sie inzwischen auch raus. Und die Stadtväter müssen sich für diese Wissensfragen genauso interessieren wie für die übrige Infrastruktur ihrer Stadt. Und dann sparen sie Sozialhilfe.